Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Gönnergy auf die 1. Ich habe gerade das Gönnergy Review Video aufgenommen. Werdet ihr die Tage zu Gesicht bekommen. Deshalb werde ich jetzt neutral hier sitzen und ohne Reaktion das Getränk trinken. Spaß, das war ein Spaß. Vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Das Review wird kommen. Aber jetzt wird nicht gequatscht und nicht gelacht. Es gibt nämlich jetzt was zu feiern, denn heute werden wir in diesem Video das letzte Mal, ach, Aufnahme wird noch nicht gezeigt. Ein letztes Mal, MV Gammel 2. Und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist nochmal eine Season gekommen, tatsächlich? Möchtest du beanspruchen? Was denn beanspruchen? Oh, was beanspruchen? Nee, ich schwöre, ich will es nicht mal beanspruchen. Letzte Season, Saison 6 von Call of Duty MW2, aka Call of Duty Gammel 2. Wer mein Ranking gestern gesehen hat, wird wissen, dass ich nicht so gut zu sprechen bin auf das Call of Duty und mich wirklich wahnsinnig freue. Was? Wahnsinnig freue, jetzt ein letztes Mal dieses Spiel zu spielen. Am Wochenende, am Freitag kommt die MW3 Beta. Hoffentlich wird alles besser im DLC von MW2 für nochmal 70 € dann Ende des Jahres. Aber die Hoffnung ist ein wenig da. Sledgehammer Games hat jetzt schon mal, wieso quietscht eigentlich mein Stuhl so nervig? Übrigens, kleine Story am Rande bezüglich, Alter, ich bin ja so energisiert von hier Gönnergy auf die 1. Jam hat mir mal eine 6er-Packung WD-40, große WD-40 Flaschen gekauft, weil mein Stuhl so gequietscht hat. Damit ich mal meinen Stuhl öle, hat er mir so einen 6er-Pack bestellt nach Hause. Ich habe keine Flasche mehr, mein Stuhl quietscht wieder. Schwarz vor Augen. Jetzt geht's rein. Ich freue mich so sehr jetzt gerade. Wirklich, jetzt kann ich es auch richtig genießen. Jetzt kann ich es in vollen Zügen genießen, noch einmal dieses Spiel mir hier anzutun. Eventuell, ich hatte überlegt, vielleicht gibt es irgendwann noch mal ein John Rage finales Fazit zu dem Spiel. Ich überlege aber gerade noch stark, ob es das überhaupt wert ist. Wenn dann eh erst irgendwann nach der MW3 Beta. Jetzt spielen wir Koro Village. Sieht von der Kulisse super nice aus. Erinnert mich an Tim und Struppi in Tibet, wo sie diesen Yeti, ist es Tibet, wo sie diesen Yeti, irgendjemand wird vom Yeti, ach, wie auch immer. Los geht da der Peter, Herrschaft auf Tibet, beziehungsweise, ja, wir gehen rein und ich kaufe mir ein Schwein. Digga, ich muss echt, let's go, erster Kill, der zweite Kill, wo seid ihr? Nein, er liegt da. Nein. Frechdachs, Frechfratz, was machst du da hinten, du kleiner Pimmelpeter? Map gefällt mir. Beste Map. MW2 doch gutes Spiel. Es ist so krass, entspannter und gelaunter. Es ist so, ach, ich weiß es nicht. Nachlade. Reload canceln, mein Arsch. Es ist so krass, wie viel freier man spielen kann, wenn man nicht mehr dieses Commitment für dieses Spiel haben muss. Wenn es einem einfach egal sein kann. Es ist so geil. Ich weiß, das ist ja der Abschluss. Und ich habe den Spaß meines Lebens, auch wenn ich sterbe, weil ich weiß, das war's danach. Danach hänge ich dieses Spiel an den Nagel. Und dieser Nagel wird so verrostet sein, wenn ich das nächste Mal rangucke. Weil ganz ehrlich, ich plane nicht in den nächsten 3 Jahren hier nochmal zurückzuschauen und mir zu denken, ah ja, jetzt nochmal ein Video aufnehmen. Weil es ist eigentlich legit gammeliges Gammel-Game. Komm raus. Es ist der Killer. Alter, der Killer. Jetzt hat er mich gekillt. Es ist halt nicht mal für ein kleines Ründchen 2 Jahre später, um zu gucken, experimentmäßig, na, wie spielt das Spiel heute? Nicht mal dafür ist es relevant. Es ist selbst für dieses kleine Experiment völlig langweilig, weil was soll sich geändert haben? Gar nichts. Gammeliges Gammel-Game bleibt gammeliges. Und jedes Mal! So, zum Thema gute Laune. Jedes Mal spawn ich hier rein, Konterdrohne ist oben. Ich schwöre, ich scheiß drauf, ob mich Call of Duty einlädt. Ich rotz drauf. Müll, Müll, Müllspiel, Digga! Ich raste aus! Ich spiele halt Lasagne, Digga. La Casa. Oh, ich habe so Bauchschmerzen von dem Energy Drink, weil ich fast nichts gegessen habe und es jetzt auf leeren Magen getrunken habe. Mein Magen ist so sensibel.
Oh Gott, ich muss mir gleich eine schöne warme Mahlzeit machen. Nudeln mit Pesto. Ich habe mir letztens Pesto auch selber gemacht. Was ist eigentlich der Spuk? Ah ja, Halloween ist bald. Wann ist Halloween? Ist nicht sogar bald Halloween. Heute ist übrigens... Bald ist... Nee, heute war Feiertag. Ich schön mit meinem Pfandflaschen zu Edeka gedödelt. Feiertag. Ist mir erst vorm Laden aufgefallen. Was habe ich als letztes gegoogelt? Ich habe als letztes gegoogelt Scoliosexual Meaning. What does scoliosexual mean? Someone who is scoliosexual is sexually attracted to people who identify with a non-binary gender. Was für ein Ding? Also, Edeka? Nee, Halloween. Ich bin so durch. 31. Oktober ist ja noch ein Monat. Aber auf Halloween habe ich Bock. Halloween ist eigentlich immer lustig. War es auf jeden Fall früher. Ich weiß nicht, wann ich das letzte lustige Halloween hatte. Hatten wir die Map schon gespielt? Ich glaube noch nicht. Gib mir ein bisschen Story-Vibes. Kann es sein, dass es aus einer Story kommt? Sieht aber halt eigentlich cool aus, ne? Von der Optik voll genau mein Ding. Genau so sollte gefühlt jede Call of Duty Map aussehen. Oh. Noch einer hier unten. Sniper, Viper. Geile Waffe, was ist das? Was habe ich aufgehoben? Einer ist unter mir. Er ist runtergesprungen. Schmeckedi, schmoggedi, schmoggedi, schmagger da. Bitte wird MW3 gut. Bitte, bitte, bitte. Das brauche ich jetzt. Das kann ich wirklich jetzt gebrauchen. So wie er die Nate hoffentlich gebrauchen kann. Ja, schade. Das können wir alle gebrauchen, glaube ich. Ich glaube, das ist jetzt gerade die Zeit für ein richtig geiles Call of Duty. Und auch für ein X-Defined. Laut Leak soll es 17.10. rauskommen. Also auch in 2 Wochen. Wenn das beides reinkracht, dann wird das endlich mal wieder ein geiler Winter. War hier nicht einer? Du hundepickender Fehler! Das würde ich mir wirklich schmecken lassen. Ich bin gerade auch so drin in der Motivation, wie ihr unschwer erkennen könnt. Da machen hier gar nichts hier. Da machen hier gar nichts. I'm unstoppable. I'm unstoppable. I'm unstoppable. I'm unstoppable! Es macht komplett Spaß, beste Map aller Zeiten. Oh, Nachladeding. Ich will die Verbesserte. Ich brauche die Verbesserte. Dead Silence. Weg, weg, weg hinter mir. Oh Mann. Dich unter als Mauer ungefähr, gell? Das kracht ja komplett. Und zwar kein Beifall. Verbesserte. Oh, es kracht komplett. Es kracht! Es ist so eine geile Runde gerade. Das ist eine komplett geile Map auch. Komplett geile Spawns. Ist da oben, unten? Auf jeden Fall ist er zu weit weg. Mann, tötet ihn doch, ihr Vögel. Dead Science ist jetzt auch gleich weg. Jetzt haben natürlich diese Häuser hier 1000 Ebenen. Über mir. Ist der oben wahrscheinlich. Deine Mom ist eine Bitch. Der Onkel ist nie weg gewesen! Oh mein Gott! Beats! Mit Level 1091, du Wallabilla, du Hund! Ach du Kacke! Ach du Kacke! Ich hätte das Spiel fast wie ein König verlassen. Das war das geilste Feeling, was ich im ganzen Jahr MW2 hatte. Boah, der Energy, der knallt so rein. Das geilste Feeling. Das geilste Feeling. Geile Map, geile Spawns, Close Quarter, verbesserte Drohne. Fucking, meiner, lass sie mir. Fucking. Noch einer? Nein, hinter mir. Beats bei Dr. Dre. Und verbesserte Drohne. Das hat ja so gekracht, wenn ich nur dieses Nachlade, diese Nachladewichse nicht hätte von Warzone.
Klar, das könnte ich jetzt umstellen, aber will ich ja nicht. Oh, ich glaube, ich krieg gleich einen Herzinfarkt, Digga. Dieser Gönnergy, der scheppert so rein. Er hat Self-Revive. Ist sehr frech. Ihm ist es nicht mehr peinlich. Wo? Irgendwie nach oben. Mann, wie komme ich denn nach oben? Scheiß drauf, wir müssen Spawn wechseln. Andere Seite. Laufen. Das ist es halt, diese Time to Kill ist es halt, dass Kollege Neutal 007 Level 12 da einfach rumschleicht und mich holt, während ich da lang rushe. Ja. Ja, jetzt kommen die Helis. Wir verabschieden MW2. Mein Tag könnte nicht besser laufen. Was ein Spawn. Oh. Die Vitol. Wie toll ist die Vitol? Hilfe. Keiner da, wenn du suchst. Let me get you on my mind. Team Deathmatch ist natürlich. Weiß ich ja nicht, ob jetzt Team Deathmatch the way to go ist. Und ich habe immer noch nicht diese Controller-Sachen umgestellt. Und ich habe mich jetzt gerade aktiv dagegen entschieden. Nein, ich werde jetzt diese Experience nicht ruinieren mit Warzone 2. Vielleicht kriegen wir nochmal eine Warzone 2-Motivation die Tage. Und dann verabschiede ich mich auch noch in glücklicher Form von Warzone 2. Juhu! Wer hat das gemacht? Es gibt nur den einen, Lad doch nach, die Waffe. Es gibt nur einen, der das gemacht hat. Nämlich Apo Royal. Was war der Call? Was hat er von oben gemacht, wenn er Nuketown im 1v1 runtergesprungen ist? Wie wurde das genannt? Jetzt in die Kommentare. OGs heute gefordert. In die Kommentare. Wie hieß dieser Play von hier oben runterspringen? Wie hieß der Call? Einmal die Kommentare. Ich würde es zu gerne jetzt gerade aussprechen, aber ich will euch jetzt nicht das nehmen. Komm schon, Baby. Jetzt nochmal Kracher. Von hinten. Kracher. Kein Lacher! Immer noch diese komische Warzone-Settings. Die spawnen alle hinten wieder. Schade. Jetzt will ich auch zu viel. Ich würde so gerne nochmal bestätigt, wie ich das überlebe. Ich würde so gerne bestätigt haben. Das ist der emotionalste Abschluss, den ich mir hätte wünschen können. Ich hätte wirklich, ist doch schön, dass man auch mal so eine Scheiße, so eine wirkliche Scheiße auch mal mit einer guten Stimmung noch mal verabschieden kann. Das ist doch schön. Hilfe. Dass wir jetzt hier nicht sitzen und sagen, oh, ja, das war so scheiße und hier und wieder und da und wieder und jenes und wieder und ja und wieder und Jesus. So ein Gammelspiel, Digga, ganz ehrlich, jetzt habe ich es gesagt. Es gibt eigentlich auch gar keinen Grund, wieso ich so gut gelaunt bin. Ich weiß nicht, woher er kommt. Das ist ja so ein ekliger Skin. Aber ich bin gut gelaunt. Gott sei Dank. Es ist gerade 13:30 Uhr, ne? Das ist halt einfach, ich muss sagen, das ist seit meinem kleinen Reset jetzt hier, auch nach dem Urlaub und so, ist es schon so ein Gamechanger, hier gewisserweise früher an den Tag zu starten, ne? Nicht erst um 19.30 Uhr sich sagen, so, jetzt stelle ich mich, geknallt hat's da, gekracht, jetzt stelle ich mich meinem wunderschönen MW2-Video, sondern ich stehe früh auf, habe schon ein, zwei andere Dinge erledigt, die mir vielleicht schon auf die Nerven gegangen sind, die ich erledigen wollte. Und dann kann man auch mal mit ein bisschen Motivation hier reingehen. Aber es ist halt auch vieles jetzt gerade, die Freude, dass es das letzte Mal ist, ne? Oh, die können alle Omi spawnen. Ich glaube, die spawnen alle Omi, ja. Jetzt wollen wir schnell viel Munition. Über mir. Hinter mir. Oh, es kracht. Es kracht so sehr. Shepherd City in the house. Jetzt mal hier nicht TDM. Ich werde sterben, ja. Okay. Überlebe ich. Weil ich tanze mit ihm. Weil ich tanze mit euch. Ah. Kein Spawn Delay. Letzte Runde. Abschluss bestätigt. Wahrscheinlich ist die Runde jetzt so hardcore verschwitzt, dass ich jetzt nochmal richtig durchdrehen werde. Aber ich werde jetzt nochmal meinen ganzen COD-Skill auf eine Karte setzen. Okay. Wir müssen reinkommen. Ich muss mich beruhigen. Ein Schluck Energy auf die 1. Ich glaub's selber gar nicht. Gib mir. Überall. Jetzt nicht sterben.
Hey, 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 hey! Was sind für Gegner jetzt hier, Mann? Ich weiß nicht, ob das nicht zum Aushalten gerade ist, für euch zu schauen, oder ob ihr den Spaß eures Lebens habt. Das ist wahrscheinlich 50-50. Für ein paar ist es hier nicht zum Aushalten, für ein paar wird es sehr, sehr lustig sein. Aber ich denke, keiner wird Spaß daran haben. Wo sind die Gegner, Mann? Ihr seid alles Schwänze, ganz ehrlich. Wieso werden wir so gescheppert eigentlich? Raus. Oh, Twitch TV! Mein Sohn! Du Sohn! Du bist ein Sohn! Jeder ist ein Sohn, der sich TTV reinmacht. Jeder ist ein Sohn. Ob er das ernst hat oder aus ironischen Gründen. Es ist trotzdem ein Sohn. Da kannst du nichts dran machen. Ey, das bockt ja jetzt nicht. Das bockt ja gar nicht. Na, ganz ehrlich. Okay, Ruhe und Frieden, MW2. Ruhe und Frieden. Baby. Right now. Ja, ja, ja. Was ist das hier überhaupt für eine Map, bitte? Also, für einen Modus? Nee, ganz ehrlich. Ich versuch's noch einmal. Die Lobby sieht ja furchtbar aus. Oh je, sind die süchtig alle. Vielleicht werde ich in der Mitte des Spiels quitten und dann ist hier Feierabend. Ich habe Blut geleckt. Und jetzt wird's eigentlich ab dem Moment nur noch beschissener. Nicht. Nicht. Ah, den Kill, den hätte ich mir schmecken lassen. Oh Gott. Hier oben, hier oben, hier oben. Drohne ist ganz wichtig. Drohne ist sehr wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig und richtig. Die spawnen nicht mehr close, die spawnen jetzt auf B. Der Double Kill schmeckt komplett. Nein! Mann! Faris! Faris MC. Kroger kein Lora! Maker kein Laker. Oh Gott. Sterb, 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 sterb. Wie viele? Mama Mia bei der Pistazos. Mama Mia bei der Bronco. Über uns ist einer, der trampelt die ganze Zeit darum. Weg da, weg da, weg da, weg da. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch! Schon wieder Faris! Mann, Digga! Level 3 Millionen wahrscheinlich und Vitor in mein Po. Oh je, oh je. Unnötig, unnötig, dreimal unnötig. Ich hab dich doch, mein Mate. Ich hab dich doch, mein Mate. Bitte hört mich nicht, bitte hört mich nicht, bitte hört mich nicht, bitte hört mich nicht. Hilfe, 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 Hilfe. Nein, Faris! Schon wieder Faris, schon wieder Faris. Mit 19 ab, die alle sind so schlecht. Und er geht so rein. Er nimmt gerade so einen Livestream auf. Wahrscheinlich nimmt er einen Livestream auf. Er ist so live gerade, Bro. Er ist so live. Digga. Digga, werd ich denn gepickt? Mal ganz ehrlich, ey. So, ich muss ihn jetzt mit seinen eigenen Waffen schlagen. Die sieht geil aus, die Waffe. Faris, Junge. Faris MC, jetzt kracht sie nämlich. Und zwar kein Beifall, die Waffe ist ja so geil. Die Waffe ist ja so geil. Oh, Baby. Michael Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson. Ich glaub C, ich glaub C. Wichtig, Teammate, dass du mir da einen abnimmst. Obi, guck mal, Baby. Oh, ich sehe so wenig. Die Waffe kracht so sehr. Natürlich war das Faris, natürlich war das Faris mit seinem Geist. Der Einzige, der hier Geist spielt, der einzige Frechfratz. Frechfratzige Frechfratz. Spawn, Spawn, Spawn Switch. Oh Gott, wir müssen komplett Helm gehen. Dead Sense an. Faris nimmt C ein. Faris hat so gelitten. Slacked.
Nein, die Nate. Ah, vom User mit HPTC, HPTC. Guck ihn dir an. Der allerletzte Überlebende. Oh, es hat ja nochmal so gescheppert. Ja, komm. Damit beenden wir es. Es wird nicht besser. Wir müssen diesen Fakt jetzt annehmen. Ich bin dankbar für diese letzte Session. Für das Spiel bin ich nicht dankbar, denn es war ein ganzes Jahr lang. Langweilig, ungeil und scheiße. Nice Fazit. Vielleicht gibt es irgendwann nochmal ein Fazit auf Dings, aber den Multiplayer werde ich jetzt hier erstmal nicht spielen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das hat mir nochmal richtig Spaß gemacht. Ich würde am liebsten noch weiter zocken, aber es wird nicht besser. Wir müssen diesen Fakt jetzt akzeptieren. Daumen nach oben, Abo da lassen. Ihr seht es oben links. MW3 Beta startet in 9 Tagen. Ich dachte Freitag. Ich glaube Freitag. Vielleicht ist auch in 9 Tagen erst quasi für alle. Und das ist nur Prach. Ich bin jetzt raus. Ich bin völlig nass, schweißgebadet. Weiß nicht, ob man es sieht. Ich wünsche euch einen wunderschönen, prächtigen Tag. Haut rein. Ciao. Ciao.